Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TechWorld 2 hier auf meinem Kanal, immer noch auf dem Server Das Kraftwerk. Und ja, ich bin wirklich immer noch auf dem Server Das Kraftwerk, denn, auch wenn man es nicht ansieht, es gibt eine neue Hauptwelt. Und in dieser neuen Hauptwelt bin ich gerade. Fragt ihr euch, was mit der alten Hauptwelt, was mit dem alten Case? Ist noch alles da? Ich werde mit euch gemeinsam sozusagen umziehen und werde das alles hier aufbauen, denn es hat sich viel geändert. In der alten Welt, wisst ihr ja, musste man ja claimen mit der Goldschaufel. Und in der neuen Welt muss man sich, ja, Blöcke bzw. Chunks kaufen. Und das werde ich euch noch alles erklären in den nächsten Folgen. Also, da braucht ihr nicht irgendwie besorgt sein, wie auch immer. Außerdem haben wir heute, den habe ich fast ganz vergessen anzukündigen, einen Gast dabei. Hallo, Kevin. Hallo. Hallo. Und, ja. Und zwar, ist dieses neue System ein Townie-System, das heißt ein Stadtsystem. Das heißt, man kann Städte gründen und kann dann Leute in seinen Städten wohnen lassen. Dieses Wohnen lassen ist aber noch recht weit am Anfang. Das heißt, es ist noch nicht in der ganzen ausgereiften Phase. Denn sowas wie zum wird dann noch Sachen hinzugefügt, wie dass man halt dann Leute Sachen vermieten kann. Eventuell, also wird das hinzugefügt. Als Beispiel, das ist ja noch alles in der Starterphase. Was da noch alles genau ist passiert, wird die Zukunft uns zeigen. Und zwar werden wir uns hier wird meine Stadt entstehen. Und ich sage meine Stadt, weil diese Stadt meinen Namen tragen wird. Und ja, nochmal ganz schnell auf die letzte Woche hinzuzusprechen kommen, denn euch ist sicherlich aufgefallen, dass nur 4 von 7 versprochenen Folgen in der Woche kamen. Das lag daran, weil ich habe mir am Mittwoch eine Mandelentzündung zugezogen. Und das Reden mit einer Mandelentzündung ist recht schmerzhaft. Und ich bin eigentlich recht froh, dass ich heute Sonntag wieder vernünftig reden kann, für euch aufnehmen kann, dass dann morgen am Montag wieder eine vernünftige Folge kommen wird. Ja. Also erst mal kurz, warum in den letzten Wochen recht wenig Folgen kamen. Hier wird dann die Stadt entstehen, erstmal auf dieser Landzunge. Wenn die natürlich größer wird, kann es auch auf dieser anderen Landzunge da drüben sein, mit dem Wasser dazwischen. Und in diesen Bergen drinnen könnte man auch noch unterirdisch was bauen. Das wird aber alles immer größer, immer größer, immer größer und so weiter. Das Problem ist, man kauft nicht einen Chunk einmal, sondern also beziehungsweise man kauft ihn doch einmal, muss dann aber jeweils noch Steuern zahlen. Tägliche Steuern, die laufen dann immer um 24 Uhr, hat mir der Admin erzählt. Das heißt, ihr zahlt dann Steuern pro Chunk. Ich glaube, momentan liegt die Steuer bei 1 Chunk ist 3 Dollar. Die Steuer soll sich aber noch erhöhen. Das ist jetzt halt nur für den Anfang. Und ja. 1 Chunk, 3 Dollar circa. Also circa. Ein Chunk kostet, glaube ich, 1000 Dollar. Irgendwie so. 1000 Euro heißt das ja, die Währung. Ich habe momentan / Money. Ja, 1250. Ihr seht auch bereits in meinem Chat, dass ich Geld überwiesen habe bekommen habe von dem Candle Keep. Das ist der Admin. Das liegt nämlich daran, weil anscheinend momentan noch ein Bug ist, dass das Geld, was man bekommt am Anfang, momentan weg ist. Aber das wird halt nur jetzt über den kürzesten Anfangszeitraum sein. Das wird er aber schnell versuchen zu fixen. Das heißt, ich denke mal, wenn die Folge rauskommt oder spätestens einen Tag später wird es gefixt sein. Ich denke mal, das wird er schon schaffen, ne? Ja, ist doch gut, der nette Admin. Gut. Genau. Momentan 1250. Ich glaube, das Claim eine Chunks kostet 1000 Euro. Also 1000 Ingame-Euro. Muss man dir immer ansagen, weil es gibt immer dann Leute, die fragen: echtes Geld? Ingame-Geld? Ja, das gab's immer mal. Also, ich habe ja schon auf verschiedenen Servern gespielt, habe ich schon teilweise die merkwürdigsten Fragen bekommen. Das zum Beispiel auf Skippycraft kostete damals mal ein Startergrundstück irgendwie 720 Dollar. Da haben sie gefragt, ob es echtes Dollar ist. Das fragt man sich auch, hallo? Egal. Solche Leute gibt's immer. Ich unterstelle euch nicht, dass einer von euch so ist, weil ich glaube, ihr seid nicht so. So.
Also, ich Schlaumeier, ihr habt natürlich mal wieder vergessen, meinen Timer zu stellen. Jiha, supidupi. Kevin, hast du zufälligerweise aufgepasst, wenn wir angefangen haben? 58. 58? Denn, Ja. sag ja Bescheid, wenn es 20 nach ist. Okay. Gut. Zack, 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 zack. Gut. Also, wir werden dort unten unsere Stadt gründen. Die Befehle habe ich mir schon alle aufgeschrieben und rausgeschrieben und so, weil ich habe es ja nicht so mit Befehlen. Zumindest für den Anfang, wenn ich einmal drin habe, dann habe ich sie drin. Es sind eigentlich recht viele Befehle, die auf einen zukommen dadurch. Aber es gibt am Spawn, den werde ich euch auch noch gleich zeigen, ein Tutorial, was momentan immer noch im Aufbau ist, weil das ist ja jetzt alles so sehr, sehr neu hier, dieses Townie-System. Ich glaube, seit gestern oder seit vorgestern hat man erzählt. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es das noch nicht so lange und deswegen ist alles ein bisschen im Umschwung. Ist ja klar, weil wenn es ein Admin ist und ein Moderator, die können halt nicht von heute auf morgen innerhalb von binnen von Sekunden den Server komplett umbauen. Weil das ist allein menschlich nicht möglich. Ich meine, klar. Ist alles nacheinander, ein bisschen ruhig Zeit geben. Ich glaube, im Nachhinein wird das alles sehr gut. Gut. Natürlich ist es für mich und auch für die anderen User ein bisschen umständlich, jetzt halt alles umzubauen, also die Maschinen auseinander noch auszubauen und hier wieder aufzubauen. Aber ich meine, dafür ist das hier eine viel, viel schönere Gegend, als die ich dort hatte. Und ich muss ehrlich sagen, mein Haus fand ich nicht das allerbeste. Ich meine, ich fand das gut, ja, aber es fand ich ein bisschen zu viereckig. Ich hätte das wahrscheinlich sowieso nochmal umgebaut. Und außerdem hatte ich diesen roten Stein nicht mehr. Mir hat zwar ein Mann in den Kommentaren bereits eine angeboten, den roten Stein mir zu geben. Da bin ich natürlich sehr dankbar danach, aber ja. Also, momentan ist es Nacht, das heißt, darunter gehen wir Selbstmord. Und naja, ich zeige euch mal kurz was. Denn das habe ich mir auch aufgefallen, offscreen, oder mir wurde erzählt, dass man nämlich seine Rüstung färben kann. Und man kann die wirklich richtig färben, man kann die nicht nur färben, man kann auch einzelne Bausteine teilweise dran bauen, unsichtbar machen, etc. pp. Und das läuft nämlich daher. Man drückt L und da seht ihr momentan, seht ihr, er ist grün. So, ich kann jetzt hier ist was unsichtbar. Weil dieses Bauteil ist ein bisschen hässlich, weil der Bauteil macht irgend so einen viereckigen Klotz daraus. Wenn ich jetzt da bin, das sieht irgendwie total matschig aus, irgendwie. Keine Ahnung, was es sein soll, aber es sieht matschig aus. So, wir machen also diesen viereckigen Klotz wieder weg. So, außerdem kann man auch die Farbe ändern. Ich kann das rot machen, dann kann ich es mit grün mischen. Wird so, dann kann ich noch blau dazu geben, dann wird es lila. Ich kann auch pink machen. Hier, oder so ein richtig grelles Pink. Man kann da wirklich alle Farben draus machen. Das Beste ist, ihr könntet theoretisch jede angegebene Schraube hier, jede angegebene Schraube, jedes angegebene Bauteil einzeln färben. Als Beispiel mache ich das mal wieder komplett grün. Das ist ja blablabla. Ihr könnt es auch natürlich schwarz machen. Grün war ungefähr so. Jetzt nicht genau das gleiche Grün, ist es auch egal. Also schwarz wäre schön. Schwarz wie die Nacht. Genau. Ihr könnt auch zum Beispiel jetzt hier sehen, ihr seht ja jetzt was, ich mache jetzt mal kurz unsichtbar, jetzt mache ich es wieder sichtbar. Das ist sozusagen dieser Wirbelsäulenschutz. Man kann es auch einmal drehen, das heißt, so sieht man es von vorne. Ihr seht es auch von hinten. Ich kann jetzt zum Beispiel mal, ich guck mal kurz, was das ist. Als Beispiel diese Schulterplatte, ne? Da kann ich jetzt hier draufklicken und sagen, das soll ja mal gelb werden. Oder ich sage, nee, das wird dieses Material, so, das da, und dann werde ich dieses Material verändern. Das heißt, ich sage mal, das wird pink. So. Ich kann auch sagen, nee, und kann auch sagen, wenn es pink schon gibt. Ohne ich noch einen Farbton machen möchte, dann sage ich hier Farbe hinzufügen. Sage ich, nehme diesen Farbton und werde diesen Farbton wieder weitererfinden. Theoretisch könnte ich so jedes Bauteil, was es an diesem Gerät gibt, total verändern. Moment, ich will das machen, verändern. Hallo, das. Ich werde es verarschen. Also ich habe es falsch angegeben. Moment. Moment, Moment. Da muss ich das angeben, genau. Das verstehe ich jetzt, wenn ihr sich jetzt das verändert. Ich will doch das. Ach so, klar, ich muss natürlich auch dahin klicken, ich Depp. Und jetzt kann ich auch wieder das verändern. Das heißt, ich kann sagen, dass der vierte Punkt
immer türkis ist. Und dann kann ich sagen, ich mache mir einen bunten Anzug, ich kann auch jeden einzelnen Bauteil verschieden verändern. So. Ich habe ja auch zum Beispiel ein bisschen Gelb reingezaubert. Hier irgendwo habe ich Gelb reingezaubert. Da habe ich Gelb reingezaubert. Bei dem hier. So, da ist ein bisschen Gelb drin. Habe ich mir ein bisschen ausprobiert. Aber naja. So, genau. Das war das. Und jetzt ist da, es jetzt Tag geworden ist. Und ich muss aufpassen, dass ich aus den F4 drücke. Und ist da jetzt unten natürlich die Monster weggegangen. Und außer das Skelett, was im Wasser ist, das dumme Skelett, was meint, überleben zu können. Das müssen wir, die Evolution der Natur versucht es zu unterbinden. Werden wir jetzt die Natur helfen und das Skelett töten. So, da ist es tot. So, und zwar, da ich ja nur einen Schank erstmal kaufen kann. Ne, ich hoffe, mein Geld ist immer noch da. Ah ja, ich kann das noch nicht zerstören, genau. Muss ich jetzt mal kurz doppelt F9 drücken. Also erstmal einmal F9 und nochmal F9. Jetzt sind hier nämlich die Schanks eingezeichnet. Das heißt, wenn ich jetzt in diesem Schank stehe und sage, ich hole den Schank, ist das mein, erstmal mein Anfang, meine Stadt. Wenn ich in dem Chunk stehe, ist das der Anfang der Stadt. Die Frage ist natürlich, wollen wir jetzt direkt an der Küste anfangen, wo auch drei Blöcke noch in, oder vier Blöcke noch im Wasser sind? Oder wollen wir anfangen, wo keine Blöcke im Wasser sind, kippen? Ich würde sagen, nicht im Wasser. Gut. Ich finde sowieso, du redest ein bisschen wenig, Kevin. Liegt vielleicht daran, weil ich viel rede. Ja. Ja. Genau. Könnt ihr einfach mal herporten. Slash TPA hier den MVG 12. So, und da bist du ja schon. So, jetzt drück mal zweimal F9. Ja. Jetzt siehst du ja über diese grünen Striche. Und die roten. Genau. Oh Das Gott, ist ist das riesig. ein Schank. Das ist 16 mal Oh 16. Gott. So. Du mir eingefallen und drück bitte nicht Push to Talk, wenn du gerade nicht redest. Ansonsten höre ich mich immer noch doppelt. Aber es wird sich ja hoffentlich bald ändern, weil du ja ewig dein Mikro veränderst und alles, ne? Genau. Denn du fängst ja auch bald mit Let's Plays an. Genau. Genau. Auf jeden Fall, oder hier haben wir vier, fünf, hier auf der Seite sind es vier. Da auf der Seite sind es, glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jede Menge Blöcke im Wasser. Die Frage ist, ob wir jetzt dieses bisschen im Wasser machen möchten, direkt am Strand oder dieses hier, wo nicht ganz am Strand ist. Können wir eine kleine Strandhütte hinsetzen? Hä? Eine kleine Strandhütte könnten wir uns ja da hinsetzen, wenn wir am Wasser sind direkt. Ja, oder wir bauen hier gleich erstmal alles hin, dann bauen wir hier erstmal unsere Hauptsachen hin. Und dann können wir immer noch nachkaufen, wenn wir ja die schwarzen Diamanten verkaufen. Ja, ist eine gute Idee. Gut, das heißt, ich weiß nicht, ich fände hier besser, glaube ich. Oder obwohl, da ist Wasser. Ja. Obwohl, wir sind hier immer noch am Wasser. Ja, klar, wir können das Gut. hier gerne nehmen. Sieht schön aus. Das heißt, ich werde jetzt hier das als meine Stadt machen. Und ich, das, der Befehl ist, Moment. Der Befehl ist, T. Ja. Ne, das war falsch. Ich MSCH. So, kurz gucken, ob ich es nicht einfach falsch geschrieben habe. Gut. Jo. Das gehört jetzt dir. Genau, das ist jetzt meine Stadt. Ich kann jetzt auf meine Stadt mit einem anderen Befehl ihn memmern. Das Problem ist dann, er hat auf alles der Stadt Zugriff. So viel wie ich momentan weiß. Das heißt, momentan ist es halt grundstückmäßig. Ich kann ihnen aber auch irgendwann in der Zukunft noch einen eigenen Schrank geben und so weiter, aber das habe ich euch bereits erklärt, dass das ja noch Zukunftsmusik ist. Genau. Genau, das heißt, da ich ihnen vertraue, ich hoffe, ich vertraue dir auch richtig. Ja, du kannst mir vertrauen. Ich weiß. Selbst wenn, dann würde ich dich finden und würde dich umbringen. Okay. Gut. Ich muss mal kurz auf meine Liste gucken. Ich habe mir nämlich alle Befehle rausgeschrieben. Da muss ich dann nämlich den Slash Town Add und dann dich in deinen Namen hinzufügen. Glaubt man das? Ja. Slash Town Add MVG 12.
So, jetzt bist du in Weite, jetzt müsstest du eigentlich kaputt schlagen können. Ich muss das akzeptieren. Naja, stimmt, ja. Habe ich gerade im Chat gesehen. Genau. Genau. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen gemeinsam gehört uns diese Stadt hier. Cool. So, wenn irgendeiner von euch hier auch einziehen möchte, geht's momentan ja noch nicht, da ich euch ja nicht kenne, so wie ihn, und euch noch nicht so 100% vertrauen kann ich euch nicht da hinzufügen. Wenn ich natürlich euch dann irgendwann euren Chunk geben kann, beziehungsweise euer Gebiet, dann könnt ihr natürlich auch hier einfach mit herkommen. Denn ihr müsst nur mich halt anschreiben. Am besten wär's. Wie soll ich sagen? Am besten wär's, ich weiß nicht, entweder per YouTube PN. Am besten wär's über YouTube PN, ja. Weil in YouTube PN komme ich am besten dran. Beziehungsweise ist dann besser die Übersicht als in den Kommentaren, finde ich. Andere YouTuber sehen es genau umgekehrt, aber ich sehe es in den YouTube PNs übersichtlicher. Liegt vielleicht daran, weil ich Ja, nicht so das wäre viele. eine gute Idee. Liegt vielleicht daran, weil ich nicht so viele YouTube PNs bekomme wie Dena oder so. Ich glaube, die haben es teilweise sogar ausgestellt. Oder ihr schreibt mich hier auf dem Server an, wenn ihr gerade online seid, beziehungsweise sucht euch was aus. So. Wie spät ist es, Mr. Kevin? Wir haben jetzt 11 nach. Das ist gut. Gut. Das heißt, dies ist jetzt sozusagen unsere, beziehungsweise das ist meine Stadt. Ich bin der Bürgermeister. Und ich kann jetzt dir, ich kann jetzt mit einem Befehl, dir Steuern auftragen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich kann jetzt einen Befehl eingeben, der dir dann pro Einwohner einen bestimmten Steuerbetrag, wie soll ich sagen, auf das Stadtkonto hinzugefügt wird. Denn, wie ihr wisst, muss ja die Stadt Steuern zahlen. Und die Stadt holt dann halt die Steuern von ihren Bürgern. Und deswegen wurde das so abgeregelt. Man kann es natürlich entweder so abregeln, dass es automatisch von deren Konto abgezogen wird, was ja momentan noch problematisch ist, weil ja dieses Konto momentan noch nicht 100% funktioniert. Sollte aber bald funktionieren. Oder man macht es so, dass, sagen wir mal, die Einwohner in eine Kiste diese schwarzen Diamanten reinwerfen müssen, beziehungsweise in ihre eigene Kiste, wo ich drauf Zugriff habe, schwarze Diamanten reintun müssen, wo ich die dann rausholen kann, dass ich so erstmal abrechne. Können wir dann erstmal gucken, wie wir es machen. Momentan habe ich hier noch ein bisschen Geld. Ich muss ja vielleicht das Geld auch erstmal auf die Stadt, auf das Konto der Stadt überweisen, dass ich das restliche Geld, was ich noch habe. Habe ich den Befehl aufgeschrieben, wie das geht? Natürlich habe ich es nicht aufgeschrieben. Ich hab natürlich nicht alle Befehle aufgeschrieben erstmal. Moment. Ah doch, da habe ich es doch. Da habe ich es doch aufgeschrieben. Slash Town. Ich muss jetzt noch 250 Dollar haben. Oder Euro. Aha. Okay, habe ich nicht verstanden. Na gut, muss ich noch mal gucken. Am Spawn. Money. Noch ist mein Geld da. Ich habe noch 250. Ich muss aber genau gucken, wie das geht. Ich denke, ich muss noch meine Stadtnamen hinzufügen. PvP sollte ja aus sein. Was auch Ja. hier aus sein sollte, ich kann ja mal kurz gucken. Das war nämlich slash Tawny. Das kannst du auch eingeben. Slash Tawny und da mein Name. Ich glaube, da reicht schon Tawny fliegende Schaf eigentlich. Ich habe komischerweise keine Permissions für diesen Befehl, das mich komischerweise verwundert, weil vorhin hat es noch funktioniert. Ich kann ihn auch nicht eingeben. Das hat vorhin noch funktioniert, komischerweise. Weil das hat nämlich das eingegeben, was diese Stadt auf seinem Konto hat, beziehungsweise was auf dem Stadtkonto ist, wie viele Member die Stadt hat und so weiter war das, glaube ich. So habe ich es auch verstanden. Slash T. Deni. Deni. Ah, Deni wird mit I geschrieben, glaube ich. Ja, schau mal bei XDenix kann ich das nachgucken. Ah, das liegt daran, weil ich meine Stadt ja nicht fliegende Schaf genannt habe, sondern Schafhausen. Was bin ich denn für ein dummes Ja, Kind? Slash T.
Scharf müsste schon reichen. Okay, ich muss doch Schafhausen hinschreiben. So, genau. Da sieht man jetzt zum Beispiel drin, dass der Vorsteher der Stadt bin ich. Man sieht was, also ich fange mal oben an. So. Town Sign, da seht ihr dann 1 von 25, weil die Stadt kann maximal 25 Chunks, glaube ich, groß sein. Beziehungsweise, nee. Ich glaube, die Stadt kann bei 20 groß sein für eine Person, 20 Chunks. Und desto mehr Personen, desto mehr Chunks natürlich. Ich weiß auch nicht, warum jetzt 25, muss ich mich noch informieren. Ja, ich muss mich noch über sehr viele Sachen informieren. Aber was sehr wichtig ist hier, Explosionsschaden ist hier aus, Feuerschaden ist hier aus, also für die Umgebung, und Mobs sind aus. Mobs spawnen sind aus. Aber wenn man ein Mob, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob da auch die Katzen da hinten zugehören, ich mache jetzt mal diese diese verblödeten Dinger an, aus. Wenn ich ein Mob verfolgt und ich laufe in meine Stadt rein, die spawnen die automatisch, sobald die meine Stadtgrenze erreicht haben. Kann auch ein, zwei Sekunden dauern, bis sie fast weg sind, aber die spawnen, das heißt, es können auch keine Monster reinlaufen. Gut. Ich könnte es theoretisch umändern. Ich könnte Explosionsschaden anmachen als Vorsteher, ich könnte Feuerschaden anmachen und ich könnte auch Mobspawn anmachen. Könnte man natürlich so machen, indem man dann halt, wenn man halt eventuell eine Mobfarm bauen möchte, was wir aber, glaube ich, erstmal nicht vorhaben, beziehungsweise nicht in diesem Chunk hier. Nein. So, was möglich ist. Ich kann einerseits meine Stadt vergrößern mit einem Befehl, halt immer wieder einen Chunk hinzufügen an dem Chunk, der bereits besteht. Und ich kann ein Outpost der Stadt machen. Das heißt, ein Outpost meine ich damit, dass es gehört zu der Stadt, ist aber nicht mit einem anderen Chunk verbunden von der Stadt. So, aus dem Spawn gerade Monster, deswegen gehe ich hier oben auf den Baum. Was mit mir? Ich spawne gleich hoch, aber erstmal musst du mit dem Mini-Spawn wieder kämpfen. Der jetzt gerade weg ist. Ach ja, stimmt. Die spawnen ja da. Dann können wir ja gleich da bleiben. Ich hab's eben gerade noch erklärt und ich hab's wieder vergessen. Ja. So. Also. Hier sind wir also erstmal sicher. Wenn ich in dem gleichen Schrank bin, müsste ich aber eigentlich sein. So, ich mach hier mal F9 an. Ja, wir sind im Schrank drin. So, du hast gesehen, der ist in den Schrank reingegangen, wurde aber despawned nach ein paar Sekunden. Was logisch ist. Ich konnte ihn aber einmal schlagen. Was? Ja, er konnte dich einmal schlagen, das stimmt. Das ist nämlich das Gefährliche an den Creeper, deswegen ist auch unter anderem Explosionsschaden aus, um einmal um das TNT halt auszuschließen, aber auch Creeper, weil die Creeper können da trotzdem reinkommen und die spawnen da ein, zwei Sekündchen. Können wir ja gleich mal mit dem ausprobieren. Und was aber auch sehr cool ist, Moment, bleib mal hier. Was mir auch der Admin gezeigt hat, wenn ein Creeper außerhalb explodiert und Explosionsschaden macht. Können wir gleich mal ausprobieren. Ich hoffe, ich verrecke jetzt nicht, Alter. Soll ich? Ja, mach du mal. Weil ich hab keinen Schutz auf meiner Rüstung. Ich hab die Rüstung ist momentan nur Deko. Dein Ernst, du bist gestorben. Lol. Gut, mach Slashback. Was man jetzt da sieht, was man jetzt in der Aufnahme sieht, ist, dass, ich sag mal einfach mal schnell deine Items auf, dass sich der Boden wieder schließt. Das heißt, ich kann nicht alle Items mitnehmen, komm schnell wieder her. Ja, ich kann kein Slashback machen, weil ich es auf dem Haus habe. So, sammel auf. Danke. Du siehst, dass sich der Boden wieder ganz langsam schließt. Es fängt noch an zu regnen. Das ist nämlich das Coole daran, dass dort keine Umgebung irgendwie kaputt gehen wird. Ich habe auch deine ganzen Items bei mir im Inventar. Komm rein. Ja. Dass ich halt dort alles, Wieso hast du Generatoren mit? Ja, die hatte ich leider noch im Inventar. Drei Spitzhacken und eine Rüstung und Batterien. Ja. Und davon ein bisschen und davon ein bisschen. Ja, was kann ich denn dafür? Du wirfst mir gerade deine Steine auf, Tuba. Ja, ich weiß, ich Müll. Müllschlucker. Müllschlucker, aber Kevin. Nett. Und der Pfeil gehört auch dir. Sehr nett. So. Und dein Grabstein ist trotzdem gespawnt. Und zwar erst,
als an der Oberfläche. Das Problem ist aber, die Items sind bereits aufgeploppt. Durch den Creeper halt. Und der ist halt später erst gespawnt. Wenn du den jetzt mal abbaust, kommen keine Items raus, weil er keine Items eingefangen hat, weil wir halt alle schon aufgehoben haben. So. Die Uhr sagt 20 nach. Die Uhr sagt 20 nach. Und ja. Die Uhr sagt 20 nach. Und ihr wisst, was es heißt, denn es ist leider schon wieder Folgenende. Ich hoffe, euch hat diese, ja, recht wenig produktive Folge, aber dafür sehr informative Folge gefallen. Plupp war der weg. Sehr informative Folge gefallen. In den nächsten Folgen werden wir umziehen. Das heißt, wir werden in meiner alten Hut meine ganzen Maschinen abbauen und werden die hier neu hin platzieren. Wir werden erstmal ein getrenntes Kissensystem haben, würde ich sagen. Weil wir ja theoretisch getrennt bauen. Ist halt bisher nur eine Stadt und ein Grundstück. Ne? Ja. Ja. Das heißt, zum Beispiel deine Kissen kommen dahin, meine Kissen kommen da drüben hin, wie auch immer es mal regeln wollen. Ich habe auch bereits. Es gibt ja im Hexit. War das in Hexit? War das in Tacket? Tacket. Alter, diese Mini-Zombies, die schlagen dich einmal und sind dann ist weg. Du hast meine Äpfel. Ach ja, stimmt. Ich hätte aber auch ein paar Äpfel mitgehabt. Gut. Was sich auch noch verändert hat am Server ist momentan, der Server ist kein 20-Slot-Server mehr, sondern nur ein 10-Slot-Server. Aber jetzt wollte ich ja eben gerade schon die Serverfolge beenden und jetzt werde ich es auch weiterhin beenden. So, bis zum nächsten Mal und ja. Danke an Kevin, dass du dabei warst. Und kein Problem. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.